Tja. Weiter geht die wilde Suche. Ich guck mal in der Garage. Da gehe ich nicht noch mal rein. Es hat geklingelt. Warte, Moment, ich komme. Da ist er, hallo. Omi. Lässt aber. Nee, die kommt bestimmt wieder von hinten oder so. Nee, nee. Wir gehen schnell weiter. Wir gucken uns das gar nicht erst an. Oh, die guckt wieder so eine Ecke da vorbei oder so. Ich weiß nicht mehr, was da drin war. Die T-Box. T-Box war nicht im Auto. Feuerzeug hier einmal. Ein bisschen Licht haben. Und gucken mal, ob wir hier irgendwas finden. Kann auch sein, dass die da drin war oder so. I don't know. Kann auch sein, dass ich die noch gar nicht gesehen habe und ich mir das einfach nur wünsche. Ich habe noch einen Schlüssel. Nee, ich will wissen. From Johnny to you? Ach so, das war für. Ach Mann, ey. Brauchst es nicht aufzubewahren, es ist jetzt schon wieder leer. Super, ich freue mich. Das ist ein tolles Feuerzeug. Ne, hier war nur der Omega-Schlüssel, bei dem ich da benötige. Ja, ich gehe trotzdem mal schnell da rein. Da kann sie nicht hinterher. Kann er trotzdem mal gucken. Aber das funktioniert hier nicht. Okay, wir gehen raus. Ins Schwarze. Ich sehe halt. Boah, brutal. Mit den Uhren komme ich noch nicht weiter. Ich warte ein bisschen, bis das komplett da verschwindet, mal. Es stand nichts bei dieser Kugel? Meinst du diese? Ah, yo, das habe ich schon wieder komplett vergessen. Yo, vielen Dank. Na klar, das habe ich komplett vergessen wieder. Da wollten wir nachgucken. Ja, du wirst ja immer sofort wieder abgelenkt, weil dann irgendwas wieder passiert. Mit in der Garage. Ach, guck mal, hier war ich auch noch gar nicht. Oder doch? Kriegen wir da nicht raus? Was bist du? Oh, da ist er. Lass fallen. Voll Plastik. Was bist du denn? Oh, uninteressant. Okay, cool. Kriege ich noch nicht. Pillendöschen. Ein Feuerzeug wäre mir lieber. Tja, aber die Frage ist, womit? Also ich würde jetzt sagen, dass ich das hier mitmache. Aber da habe ich keine Option für. Die Frage ist vielleicht hiermit irgendwie. Nee. Willst du das mit der großen Säge oder was? Nee, auch nicht.
Auch nicht. Schraubendreher kann ich nicht auswählen. Also es muss hier irgendwas in der Garage geben, womit ich das zerstören kann. Die Frage ist nur, womit? Im Rasenmäher. Einfach mal drüber mähen. Das geht schon. Da steht eine Riesenpuppe. Schade. Nimm die Puppe weg. Ich habe kein Feuerzeug mehr hier. Oh. Eieiei, mach das zu hier. Ich komme da nicht durch. Mach das zu. Ich bin im Licht. Alles ist gut. Alles ist entspannt. Wir beruhigen uns. Nee, ich muss ein Pilzchen nehmen. Aber die kommt ja auch, wenn ich komplett gesund bin. Auf jeden Fall ist die Puppe weg. Da hätte ich einen Hammer, aber ich kann das halt nicht auswählen. Ich hätte hier eine Menge Möglichkeiten, das Ding kaputt zu machen. Aber ich habe hier irgendwie keine Option. Ja, ich würde es damit machen. Ich habe einen Hammer, habe ich am Start. Weil ich halte den in der Hand. Damit könnte ich die schon kaputt machen. Dann kann es ja nur irgendwas sein, was dann da oben ist. Aber dann würde es ja nicht, als Garage zählen. Eigentlich hatte ich es schon. Was, doch der Rasenmäher? Na klar, ne? Das ist der Rasenmäher. Eigentlich hatte ich es schon. Finde etwas, womit du das zerschlagen kannst. Vielleicht drücke ich auch einfach nur falsch. Och nein. Du musst gedrückt halten. Und dann geht's trotzdem nicht. Ich dachte damit jetzt. Doch, ey, wie, das ist wirklich blöd gemacht. Ich wäre jetzt schon fast wieder weitergegangen. Der verarscht mich. Der hat einen Hammer in der Hand. Was? Du hast eine Notiz gefunden. Seltsame Zeichen gekritzelt sind. Yay. Nice. Schön. Ich freue mich. Stecke ich mal auch mal weg. Ah, jetzt sehe ich es besser. Auch nicht. Muss ich vielleicht erst noch glätten. Nicht weiter untersuchen, vergrößern, verkleinern, umdrehen. Jetzt habe ich es weggepackt, shit. Ich habe auch noch den Infusionsbeutel, ne? Ne, eben, also. Also hätte ich jetzt nicht nochmal. Ach, könnte das Uhrenrätsel sein. Weil da ist eine Uhr auf jeden Fall zu sehen. Nur, wie kriege ich das glatt? So kriege ich das glatt. Merkwürdiges Spiel. Wir haben 6 Uhr. Wir haben 15.30 Uhr. Und wir haben 12
Uhr 26. So, packen wir weg. Wir gehen mal dahin. Ich hoffe, ich finde den Raum jetzt wieder. Ich hoffe. Ich glaube, war das nicht sogar... Aber ganz schnell weiter. Schwupp, da bin ich aber weg, du. Da ist jemand nicht happy. Shit, 6 Uhr. Klick, klick hat's gemacht. Klick, klick. Hallo? Ganz ruhig. Hallo? Also ich habe ein Klicken gehört. Oh shit, da gibt's noch ein Rätsel. Ah, warte mal, war das noch mit drauf? So, jetzt muss ich irgendwie wieder entwirren, so. Aha. Warte. Fenster sind zwei auf, eins ist zu. Ranzoomen, wie mache ich das? W. Es geht nicht weiter. Also der Typ guckt auf jeden Fall in die andere Richtung. Der Dulli hier? Ach, ist er mit dem Inventar ist wirklich schlecht. Das erste erkenne ich nicht. Ey, ich werde irre hier. Also er guckt so, die gucken so und sie hatte den Zopf, glaube ich. So. Hat schon wieder Klick gemacht. Und jetzt das... Boah, ey. Das Fenster in der Mitte zu. Ist doch richtig gewesen, ne? Hä? Die Tür ist verschwunden. Da bin ich aber froh. Summt vor sich hin. Da freue ich mich doch. Ich habe leider kein Feuerzeug mehr am Start. Aber es mit dem Fenster müsste doch auch stimmen. Die Tür ist fest verschlossen. Die Tür ist fest verschlossen. Na klar. Geht das? Mach mal hier gegen. Nee, macht das gleiche Geräusch. Dann muss ich auch abhauen. Fahr mal hier im Kreis rennen. Ja. Servus, ich bin's. Papi ist da. Ja, aber irgendwas muss ich doch machen. Oder soll ich doch einmal draufkloppen? Wie, das bewegt sich. Du brauchst beide Hände für die Aktion. Oder das war nur eine Falle und ich muss weitergehen. Aber ich habe schon gar keinen Bock mehr hier rumzugehen. Thank you.
Nee, es muss hier irgendwas geben, aber... Ich verstehe nicht, was er will mit beiden Händen. Soll ich den Hammer fallen lassen oder was? Och ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt hast du ein Babyfon rausgenommen. Dafür brauchtest du beide Hände. Herzlichen Glückwunsch. Super. Nice, jetzt habe ich ein Babyfon. Ist es ein dynamisches Objekt? Jo. Ist auf jeden Fall ein dynamisches Objekt. Mit dem Babyfon werde ich das eine Rätsel lösen können. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt dahin... Ja, aber mal... Moin, Omi, grüß dich. Weil ich brauche ein bisschen, bis die Tür zu ist. Wunderbar. Das eine Rätsel. Mit dem Baby... wo das Babyfon da stand. Das bräuchte ich jetzt. Das müsste ich jetzt haben. Nice, aber wenigstens heute schon mal einige Spiegel da erledigt. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Guck mal, ich habe die ausgetrickst, jetzt bin ich an ihrer Stelle hier. Da war es auch nicht, oder? Ich weiß halt jetzt nicht, wo es ist. Was war denn hier überhaupt nochmal? Dann wird mich wahrscheinlich nämlich das Babyfon in die richtige Richtung immer führen. Dann wäre der nächste Raum auch damit schon abgeschlossen. War das hier in diesem Bereich? War das da drin? Warte, hey, lass mich los. So, ich will hier rein. Nee, da war das nicht. Oder? Doch, ich habe eine Tür geöffnet, ne? Ja, nee, das war noch verschlossen. Aber ich habe ja auch noch einen Schlüssel mit. Schätzelein hier. Das ist es aber nicht. Ich habe noch, glaube ich, nichts gefunden, wo was irgendwie auf das Ding da hindeuten könnte. Mach doch mal Licht an. Hier habe ich kein Licht. Ich habe auch kein Feuerzeug mehr hier am Start. Ich würde noch mal eben... Das ist eine Kerze nur. War das hier in dem Raum? Ne, das war der Kreuzraum, wo die Kreuze lagen. Was ist denn hier alles so dunkel? Mach mal Licht hier. Was war denn hier mit der Leiter? Ich muss jetzt ein bisschen gucken. Jetzt, ich weiß nicht mehr. Aber ich bin keine Leiter hochgegangen. Trotzdem mal einmal gucken, was das für ein Raum war. Ach ja, da brauchte ich irgendetwas... Genau, genau, genau. Nee, die mag kein Licht. Absolut nicht. Macht doch immer das Licht aus. Die will immer sparen, weißt du? Die will immer sparen, 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 sparen. War hier noch ein Spiegel? Ich sehe halt hier nichts. Auf gut Glück mal durchgehen. Was war hier oben? Ah ja. Gibt es da jetzt irgendwas? Wegen dem Blutbeutel? Bei Infusionsbeutel, nicht Blutbeutel? Was sagt der mir denn überhaupt? Gar nichts. Injektion. Wahrscheinlich muss ich das auch an irgendjemand dran heften. An der nächsten Leiche oder so, keine Ahnung. Ah ne, das war nur der Stromkasten. Hier gibt es auch nichts mehr. Orientierung habe ich wie sonst was. Also das ist unglaublich. Insane.
War das der Spiegel da vielleicht? Ah ne, hier war sie mit dem, mit der Teegeschichte. Aber hier gab es noch ein Feuerzeug. Warum willst du das nicht? Tja, shit. Alter Schwamm. Sieht aber aus wie... Das sieht aber aus wie das Feuerzeug. Hier war ein Spiegel, der noch heile ist. Das wird immer wilder hier. Ups. Ja, einfach über den Zaun hüpfen und dann Tschüssikowski. Ich bin da mal raus. Freiheit. Tschö. Auf Wiedersehen. Schönes Spiel. Ja, das war klar, dass ich zurückgeportet werde. Aber... Ja, so ein bisschen Vibes hat's, ne? So der Bereich jetzt hier, ja. Aber ist mir der Hammer hinterher geflogen, Gott sei Dank. Da bin ich aber froh, du. Aber was soll ich denn hier machen? Also ich kann zu der Bank da hinten und ich kann zum Spielplatz. Ne, springen kann er nicht. Arme Kerl. Schade. Hätte ja sein können. Dass ich den irgendwie umschubsen muss oder so. Schade. Schade, schade, schade. Okay, da ist noch ein Türchen. Vielleicht kann ich das öffnen. Aber nein. Hör doch auf zu schlagen immer. Ach ja, komm. Okay, also hier kann ich doch irgendwie gar nichts machen. Außer rutschen. Doch nicht. Das sind die einzigen Dinger, die sich bewegen. Das ist einer auf dem Kopf, du. Eine Leiter. Ach, schade. Schade. Das funktioniert auch nicht. Müllbeutel. Drehen kann ich das nicht. Schaukeln kann ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann. Vielleicht aktuell noch nichts. Ja, muss ja... Irgendwas muss ich ja haben. Ups. Hätte ich eine Axt, wäre das geil.
Bam. Aber ich wüsste auch nicht, was ich jetzt hier rausholen soll. Außer vielleicht jetzt noch das Türchen da hinten. Aber das wird auch nicht aufgehen. Nee. Wir haben jetzt hier einen Spielplatz. So, jeder Spiegel hat ein Rätsel. Aber ich habe ja hier keine Option, irgendwas zu machen. Außer so, wie ich gedacht habe, vielleicht den hier zu fällen. Schade, aber das geht nicht. Trefft ihr noch nicht mal mehr. Das wäre echt super geworden. Es sei denn, dass der Spielplatz gar keine Rolle spielt und das hier eher die Rolle spielt. Dass ich mich irgendwie bewegen muss. Oh nee, wirst du direkt zurückgeportet. Da wirst du direkt zurückgeportet. Okay, kommt man dahin später nochmal. Und schaut sich das später nochmal an, du. Schwupp. Oh, guck mal, wie schön hell das jetzt hier ist. Nee, hier wollte ich nicht hin. Obwohl, warte mal, war nicht hier auf der Seite auch noch ein Spiegel? Also nicht den, sondern... Nee, hier gab es keinen, schade. Aber das muss ja auch noch irgendwas heißen hier. Was ist nun... Da ist was passiert. Holy shit, holy shit, rennen! Jetzt weg. Hoffe ich. Musik ist auch weg. Also muss sie auch weg sein. Hör auf, das Licht über. Die ist noch nicht weg. Ach, im Stromraum. Ich weiß noch nicht, wo der Stromraum ist. So ein Mist. Und ich habe auch kein Feuerzeug. Wie fies ist das denn? Ich sehe noch nicht mal, wo die Treppe hier ist. Ah, ich bin schon oben. Da ist so ein Spiegel. Achso, da war ich schon. Der Stromraum finde ich im Dunkeln im Leben nicht. Hier haben wir gefunden. Easy, kein Problem. Ist ein Korb. Aha. Aber die wird immer wilder jetzt gerade aktuell. Macht mir auch ein bisschen zu oft das Licht jetzt neuerdings aus. Hau dir nochmal ein Pillchen rein. So, sauber. Mein Feuerzeug, das habe ich doch gesucht. Was? Du kannst diesen Gegenstand nicht lagern. Du sollst ihn nicht lagern, du sollst ihn ausrüsten, mein Freund. Du kannst keine Zweihandgegenstände lagern. Ich habe eine beschissene Pillendose hier in der Hand. So, wunderbar. Haben wir das geklärt. Nimm mal die Kerze. Da stecke ich mir auch weg. Irgendwie gefällt mir das hier gerade aktuell gar nicht, was hier abgeht. Ist irgendwie komisch. Ganz, ganz merkwürdig hier.
So, jetzt gefällt es mir schon wieder besser. Michael, grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Storage Room? Im Nee, da war kein Spiegel. Ich weiß nicht, wie ich zu dem Spiegel komme mehr. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, in welcher Dimension ich abzweigen muss. Hier rein muss ich. Boah. Okay. Versteck mich einfach in den Spiegeln. Da darf sie gar nicht... Oh, das Licht geht wieder hier. Schön, schön, schön. Aber hier war ich auch gerade schon drin. Ich weiß es nicht, ob es nicht so ist oder ob ich bis jetzt einfach nur Lack hatte. Das weiß ich nicht. Aber es ist der einzige Ort, wo ich mich sicher fühle, in den Spiegel. Ey, ich finde einfach wirklich nicht mehr diesen Spiegel, wo ich... Was hat er sich denn jetzt eingesteckt? Das Feuerzeug wieder. Ach ja, das war immer noch abgeschlossen, die verdammte Tür. Und er wird schon wieder langsam verrückt. Ich komme hier nie wieder raus. Jetzt wird's aber häufiger. Ja, vermutlich wird die da nicht durchkommen. Den Spiegel, wo das Babyfon war, wo diese Wege waren. Also wo diese Kreuzung war, wo du auch wieder zurückgeportet wurdest. Ach, ich komme ja noch nicht mal mehr aus diesem Raum jetzt hier raus. Aus diesem Bereich. Was war denn hier drin? Da war es drin. Das habe ich gesucht. Ach. Da wollte ich eigentlich noch mal eben ganz kurz gucken. Das Babyfon ist jetzt im Lagerraum verstaut. Keine Ahnung, warum es jetzt im Lagerraum verstaut ist. Ich hatte das voll entspannt in meinem dynamischen Inventar. Jetzt ist es weg. Nee, jetzt ist es wieder da. Zum Teufel geht hier ab. Omi, das ist eine ganz miese Nummer, was du hier spielst, sage ich dir. Wirklich. Mach ein Licht an hier mal. Auf zum Lichtschalter. So, wunderbar. Nee, 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 nee. Auflassen. Hatte ich da oben noch ein Spiegel? Ja, da hatte ich noch einen Spiegel, aber nur, wo das Baby ist. Dann ist hier noch ein Raum. Mit Spiegel? Nee, ohne Spiegel. Aber mit einer Lampe. Nee, das war mit den Uhren. Das ist er nicht. Hallo, wer hat denn hier die ganzen Türen zugemacht? Was soll er denn? Mach schön meine Türen hier auf. Das war der mit den Bildern. Da komme ich aktuell auch noch nicht weiter.
Oder weiß ich zumindest noch nicht. War das? Hallo? Hallo? Ich will dann da rein schnell. So. Der war das. Ich hab ihn. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da mich mit leiten kann. Dann ist das doch nicht so wie geplant. Okay, schade. Ist nicht so, wie ich dachte. Schade, schade, schade. Aber für irgendwas ist das ja trotzdem. Das halten. Hilfe? Wo bin ich? Ach so, ich bin schon im Badezimmer. Oh, ganz schnell das Licht hier an. Ich glaube, den Hammer brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Wo ich schon lange nicht mehr war, geguckt habe, ist hier oben, ne? Aber da komme ich nur in das eine Zimmer rein. Ich glaube, da oben gibt es auch sonst nichts mehr. Ja. Es gibt keinen Grund. Doch Angst, Verzweiflung. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Also ich habe nur so ein... Ja, hier gab's... Doch, hier gab's auch noch einen Spiegel. Aber da waren wir auch schon drin. Hm. Oder finde ich das Baby mit dem Babyfon? Nein, da komme ich nicht rein. Das war's. Ja, das war's. Da hat sie mich. Ja, da konnte ich jetzt nichts machen mehr. Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Also mit dem Babyfon auf jeden Fall lädt er. Lädt er, ja klar, lädt er. Kommen die Babygeräusche. Ob mir das irgendwas bringt, weiß ich noch nicht. Das muss ich ausprobieren, aber das werde ich erst morgen ausprobieren. Das werde ich jetzt erst morgen versuchen. Und deswegen
werde ich jetzt das Spiel beenden. Und das war's dann für heute. Und wir sehen uns dann morgen weiter wieder. Und dann versuche ich mal, ob ich da irgendwie weiterkomme. Ich dachte wirklich, der eine Raum, das würde funktionieren. Mit dem Babyphone leider nicht. Oder vielleicht habe ich das falsch gemacht. I don't know. Werde ich sehen. Werde ich sehen. Und sonst habe ich auch ehrlicherweise noch keine Idee, wie es, was ich als nächstes machen kann. Die T-Box suche ich. Weiß ich noch nicht, wo die ist. Also einziger Anhaltspunkt, den ich jetzt noch habe, ist das Babyphone. Ich bin gespannt. Werden wir sehen. Schönen Abend noch wünsche ich dir auch. Wünsche ich euch auch natürlich. Und ja, ich würde sagen, morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Tipps. Und wir sehen uns morgen. Also. Ja, aber Dachboden war ja nichts mehr eigentlich.